Hallo und herzlich willkommen zum Stadtgespräch. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute zu Gast Florian und sein Hund Rocky. Schön, Hallo. Dass ihr da seid. Und ihr seid ja nicht das erste Mal da, beziehungsweise du, Florian, warst ja schon letztes Jahr bei uns in der Sendung. Genau. Weil du 250 Tage mit dem Fahrrad durch Deutschland gereist bist, ohne Geld. Und ja, dieses Mal hast du ein zweites Abenteuer hinter dir. Wo warst du jetzt unterwegs? Genau, ja, wir waren dieses Jahr in Großbritannien zusammen. Wir sind hier losgeradelt in Remseck und dann erstmal hoch nach Frankreich und dann auf die Insel Großbritannien und Irland. Ja, beide Inseln, 200 Tage mit dem Fahrrad. Und ja, ohne Geld. Ohne Geld losgeradelt, nur mit Gitarre dabei, Pfandflaschen gesammelt. Ja. Und so mussten wir uns durchschlagen, genau. 5000 Kilometer habt ihr ja zurückgelegt. Wie hat es da mit Rocky geklappt? Weil letztes Mal hast du ihn ja noch nicht dabei gehabt. Ja. Also es ist ein ganz anderes Gewicht mit Fahrrad und Hund. Also so war es jetzt ein Gesamtgewicht, denke ich, von 200 Kilo. Wir sind beide untrainiert los. Plus ich hatte ja noch nie einen Hund. Also ich musste da mich erstmal dran gewöhnen an die neuen Gegebenheiten. Am Anfang habe ich am meisten getreppelt und ihn geschont, im Hänger mitgefahren. Und die ersten 4 Wochen ist das schon sehr anstrengend, bis der Körper sich so an die Belastung gewöhnt hat. Danach waren wir dann auch mehr und mehr eingespielt und hat das immer besser geklappt. Einmal ist aber ein kleines Malheur passiert im Anhänger. Ja, mehrere. Also wie gesagt, ich war es am Anfang nicht gewohnt und dann ist eben am ersten Tag gleich der Hundeanhänger umgekippt. Hat sich überschlagen, aber der Rocky, der hat das alles sehr gut aufgefasst. Ich muss dazu sagen, Huskies sind ultra robust. Also ja, die sind wirklich schmerzfrei, was sowas angeht. Und ich habe ihn trotzdem immer geschont, immer wenig Kilometer laufen lassen oder auf dem Gras nebenher. Aber ja, das war nicht das einzige Malheur, das mit dem Anhänger. Am ersten Tag ist auch gleich die Luftmatratze kaputt gegangen. Also das erste Mal Zelt aufgebaut und dann lag ich da auf dem Harten. Aber ich war ja von der ersten Reise schon ein bisschen was gewohnt. Deswegen, und kurz drauf kamen dann wieder Freunde, haben mir dann eine andere Isomatte geschenkt. Und ach cool, dann ja, hatte ich dann trotzdem was Weiches zum Schlafen. Es geht immer irgendwie weiter. Aber er hat dir einmal den Anhänger erbrochen. Ja, das war gleich am ersten Tag. Auch am ersten Tag? Ja. Okay. Wir sind vorher noch nicht so viel Probe gefahren zusammen im Anhänger. Es ist auch so, dass er im Anhänger war und dachte, was soll das jetzt? Ich will laufen, warum fährst du mich hier durch die Landschaft? Ich bin ein Husky. Ne? Später hat er halt immer mehr gelernt, dass es zu seinem Besten ist, weil wenn er dann halt aus der Puste kommt, dann kann er eben im Anhänger wieder ein bisschen zu Kräften kommen, sich ausruhen, auch ein bisschen schlafen, wenn ich dann irgendwo eine Pause gemacht habe. Und da war er wieder fit, genau. Du warst ja wieder ohne Geld unterwegs. Und hast aber letztes Mal im Gespräch auch gesagt, du nimmst aber eine Kreditkarte mit als Sicherheit, weil du ja den Rocky dabei hast, falls mit ihm was ist. Ja. Hast du die Karte gebraucht? Nein, ja, Gott sei Dank habe ich sie nicht gebraucht. Ja, wir haben großes Glück gehabt. Es ist wirklich ein Geschenk, auf so einer langen Reise sein zu können und gesund zu bleiben, fit zu bleiben. Weil letzten Endes hängt die ganze Reise komplett von der Gesundheit ab. Ja? Davon, dass ich fit bin, dass er fit ist. Mhm. Nur wenn das gegeben ist, kann es weitergehen. Und ja, glücklicherweise, es gab ein paar Phasen, wo es ganz knapp war, aber glücklicherweise der Großteil lief immer alles gut. Wann war es knapp? Also 2 Wochen, nachdem wir losgeradelt sind, hatte ich einen Sonnenbrand auf den Augen, weil ich ohne Sonnenbrille losgeradelt bin und eben dachte, ja, in Großbritannien scheint nicht so viel die Sonne. Und dann, ja, ich war noch nicht in Luxemburg, noch nicht in Belgien und hatte schon, ja, die Augen haben gebrannt. Ich habe mir dann im Drogeriemarkt eine günstige Sonnenbrille geholt für 10 Euro, wo halt 400% UV-Filter hatte und bin dann 3 Tage im Dunkeln geblieben. Oh. Und hatte die auch echt abends auf und drinnen im Raum oder im Zelt. Mhm. Und dann ist es besser geworden, zum Glück. Mhm. Ja, das waren so Phasen, ja, da schien das so, als wäre die komplette Reise kurz vorm Aus. Mhm. Letztes Mal in Deutschland hattest du ja den Vorteil, du konntest Pfandflaschen sammeln. Ja. In Großbritannien konntest du das nicht. Beziehungsweise du hast gerade am Anfang gesagt, du hast auch Pfandflaschen gesammelt. Ja. Wie geht das? Ja. Weil
wenn die da das System nicht haben, wie bist du dann an Geld gekommen? Ja, nee, ich bin ja hier losgeradelt. Also das heißt, die komplette Strecke durch Deutschland durch konnte ich noch Pfand sammeln. Aber ab Luxemburg hat es eben aufgehört. Also ich musste dann kurz vor der Grenze alles abgeben. Und das heißt Luxemburg, Belgien, Großbritannien, Irland, nirgends Pfand. Also da musste ich gar nicht losziehen und Flaschen sammeln. Und dementsprechend musste das alles so klappen, mit Gitarre oder wie auch immer. Ne? Das heißt, du hast Straßenmusik gemacht? Genau, richtig. Also ich habe ab und an Straßenmusik gemacht. Ich habe aber auch viel mehr Unterstützung erfahren, als ich jetzt geglaubt hätte. Also da kamen immer wieder Leute auf uns zu, die haben uns dann zu sich nach Hause eingeladen und zum Übernachten. Teilweise einen Sack Hundefutter geschenkt. Also in besten Zeiten hatte ich 10 Kilo Hundefutter auf dem Fahrrad. Ja. Hast du dann auch mal Hundefutter essen müssen? Das habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber im Großen und Ganzen viel mehr Unterstützung erfahren. Ja. Und man kommt natürlich mit wenig aus, ne? Wenn man immer im Zelt draußen schläft und quasi wild campt. Das ist alles sehr günstig, aber die Fährfahrten und die Sachen sind am teuersten. Fährfahrten, Fahrradreparaturen, die zwei Dinge. Ja. Cool, dann machen wir eine kurze Pause und verraten Ihnen dann, wo es als nächstes hingeht. Bis gleich. Hallo zurück hier beim Stadtgespräch. Heute mit Florian und Hund Rocky. Ihr beide seid 200 Tage mit dem Fahrrad und ohne Geld durch Großbritannien gefahren. Und bei deiner letzten Reise warst du ja in Deutschland unterwegs. Jetzt hast du ja gerade schon vor der Pause angerissen, dass du viel mehr Gastfreundschaft erlebt hast. Sagst du da, das liegt jetzt wirklich an den beiden Ländern oder war das jetzt einfach nur Zufall und Glück? Ja, ich hatte vor allen Dingen bei der Deutschlandtour einen wesentlichen Vorteil und das war eben der Facebook-Vorteil. Ja. Also, dass ich eben die Reise angekündigt hatte im Internet und dann schon nach 2 Tagen, ich glaube, 100 Übernachtungsangebote hatte. Und jetzt war das ja aber in Belgien und Großbritannien und so. Und das heißt, dort drüben hatte ich keine Fans, dort wusste niemand, dass ich komme. Und dementsprechend war da eben gar nichts in Aussicht, dass ich jetzt eben sicher wusste, ja, jetzt 3-4 Tage radeln, dann kann ich wieder mich irgendwo ausruhen und mal wieder eine Dusche haben oder Wäsche waschen. Sondern ja, das waren zufällige Begegnungen. Ne? Also dass ja, zur rechten Zeit die richtigen Leute kamen, dass ich irgendwo im Supermarkt stand, die haben mich dann nach Hause eingeladen. Ich denke, das war es hauptsächlich, was mich halt überrascht hat, dass die Reise, obwohl ich null Bekanntheit übers Internet hatte, und bei der ersten Reise haben viele gesagt, das klappt nur so gut, weil du hier online präsent bist, aber bei der zweiten Reise hatte ich den Vorteil nicht und es hat eben trotzdem geklappt in Irland, Großbritannien, Belgien, sogar Niederlande, überall eigentlich hier. Bist du am Ende jetzt mit einem Plus dann sogar rausgekommen, was das Geld angeht? Also mit Hund eigentlich ist es herausfordernder, sage ich mal, klar, Hundefutter, das ist nicht so sonderlich viel, aber es waren auch viele Fährfahrten diesmal dabei. Ja? Eine Fähre von Dünkirchen nach Dover, von Wales nach Irland, von Irland nach Schottland und letzten Endes von England wieder nach Niederlande. Sehr viele Fähren, das kostet natürlich alles Geld. Es waren auch viele Fahrradreparaturen. Ich habe zwar viel selber gemacht, aber dann bricht halt mal das Hinterrad. Ne? Dann braucht man ein neues Hinterrad für 120 Euro und dann ist wieder das ganze Geld, was man quasi dabei hat, weg. Bis auf 10, 20 Euro oder so. Also man ist mehr oder weniger wieder komplett pleite. Also dieses Mal bin ich eigentlich echt mit null rausgegangen. Letztes Jahr hatte ich noch ein bisschen was über. Aber es hat im Wesentlichen auch einen Grund, dass ich eben irgendwann anfangen musste, mich gesund zu ernähren, weil eben mein Körper das nicht mehr mitgemacht hat, immer nur das Billigste zu essen irgendwie. Und immer nur Toastbrot. Die ganzen Fertigsachen wahrscheinlich. Ja. Und das heißt, ich musste eben anfangen, gesund zu essen auf einer Reise ohne Geld. Bisher immer gedacht, geht ja nicht, weil du hast kein Geld, also kannst du dir auch nichts leisten. Aber ich habe eben dann angefangen, immer mehr Straßenmusik zu machen, um mir halt das Geld zu verdienen. Und deswegen bin ich diesmal, sag mal, so knapp raus. Aber ich würde es eine Punktlandung nennen. Also zum Beispiel, wo ich von Schottland runter bin nach Amsterdam, war das komplette Geld für die Fähre weg. Also ich war echt auf null.
und kam dann von der Fähre runter, habe glaube ich wieder 10 Euro geschenkt bekommen. Also wow, okay. Es war immer ganz hart am Limit, aber die ganze Reise hat funktioniert. Einmal hast du sogar 20 Euro gefunden bei dir, ja. In deiner Fahrradtasche, oder? Ja, ja. Wer hat die reingetan? Weißt du das? Ich weiß es bis heute nicht. Normalerweise spricht man immer davon, den Leuten wird Geld gestohlen. Hast du es heimlich mitgenommen? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Ich wollte irgendwie die Bremsen nachstellen oder so, habe dann die Tasche aufgemacht und dann waren da ein 20er drin. Es kann sein, dass das kam von einem Tierarzt in Belgien. Ich musste nämlich mit dem Rocky zum Tierarzt, damit er die ganzen Impfungen kriegt, um überhaupt einreisen zu dürfen. Und vielleicht haben die das da heimlich reingesteckt, ich weiß es nicht. Aber es war wirklich so, dass die Leute halt so begeistert waren, dass die einem eher, ja, also mächtig Rückenwind gegeben haben, halt alles, allein der Spanngurt, die Leine hier, die habe ich auch in Belgien geschenkt bekommen, habe ich heute noch. Ach cool, oder, ja. Ja, also viele, viele Sachen, die habe ich noch von der ersten oder zweiten Reise, auch heute noch, Jacken, Schlafsäcke teilweise, und benutze die immer noch. Sehr cool. Du startest jetzt deine nächste Reise. Ja. Ans Nordkap geht's. Oh ja. Warum Nordkap? Ach, ich weiß nicht, mein Herz hat mir das einfach gesagt. Also, ich habe da nicht nachgedacht. Ich habe auch nicht wirklich über diese Großbritannien-Reise nachgedacht. Ich glaube, wenn man zu viel nachdenkt, dann macht man es nicht. Weil Großbritannien ist das auch so. Jeder wird einem sagen, hey, da regnet es die ganze Zeit und so. Bist du sicher, dass du es machen willst? Aber du hattest ja den Jahrhundertsommer. Ich hatte 5 Monate trocken und 30 Grad in Großbritannien und Irland. Ja. Und also ich informiere mich immer so über die nötigsten Sachen und komme dann ins Handeln radellos und muss dann auf dem Weg eben schauen, wie ich mit den Herausforderungen umgehe. Und dann wieder mit Rocky und mit deinem alten Fahrrad, oder? Ja, genau, richtig. Das ist immer noch das Fahrrad von der ersten Tour, ein Supermarktfahrrad. Und ich habe ja immer mal wieder die Räder gewechselt und die Verschleißteile. Aber solange der Rahmen hält, werde ich weiterziehen und mit etwas Glück auch diese Tour rocken. Welche Erfahrung nimmst du jetzt mit von deiner letzten Reise für die neue Reise? Ja. Ich habe sehr viele Erfahrungen jetzt machen können durch die Reise, weil es war allgemein die erste Reise mit Hund. Mhm. Ja, und auch das mit der Sonnenbrille oder so. Also ich bin jetzt mehr oder minder abgehärtet. Ich weiß, wo die Knackpunkte sind und womit eben so eine Reise steht und fällt. Also ich weiß jetzt, okay, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich eine Sonnenbrille mitnehme, wenn ich am Anfang ein bisschen trainiere, dann klappt das alles gut und wir können das zusammen meistern. Und das nehme ich hauptsächlich mit für mich. Cool, dann wünsche ich euch eine tolle Reise, dass ihr wieder heil zu Hause ankommt. Ende März geht's ja los. Ja, und genau. Ja, freue mich, wenn du dann nächstes Jahr wieder bei mir bist. Ja, sehr und gerne. Und erzählst, wie es am Nordkap war. Dankeschön. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, Sie dürfen gespannt sein, was Florian und Rocky dann am Nordkap erleben. Tschüss, machen Sie's gut.